Das Familienunternehmen Bamminger ist Spezialist für die Hackguterzeugung. Wir waren Anfang Juni mit der Kamera im oberösterreichischen Buchenau unterwegs, um uns ihren neuesten Hacker anzusehen, den Marux, ein Prototyp der Firma Eschelböck. Wir durften Rudi und Daniel Bamminger einen Tag lang bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Grüß sein, ich bin der Bamminger Daniel. Es hat Zeit zu Besuch bei uns bei der Firma Bamminger Hackguterzeugung. Wir kommen aus Buchenau und wir haben sich vor über 20 Jahren spezialisiert auf die Erzeugung von Hackschnitzel. Wir sind mittlerweile im Besitz von 2 Lkw-Großhackern plus sämtliche Abfuhrtransportgeräte für den Handel von Hackgut. Das Familienunternehmen hat eine ganze Flotte an Fahrzeugen. Beginn der ganzen Kette ist die Holzbringung, die durch den speziell umgebauten Steier mit fest aufgebauten Kran durchgeführt wird. Je nach Anforderungen kann der Kronos-Rungenwagen mitgeführt werden. Ein wesentlicher Vorteil des Gespanns ist das Arbeiten vor der Kabine. Sobald das Holz auf einem Haufen beisammen liegt, kommen die beiden Großhacker zum Einsatz. Die beiden Lkw-Hacker Biber 92 und Biber 84 überzeugen mit der großen Schlagkraft bei ausgezeichneter Qualität. Um die anfallenden Mengen an Hackgut abtransportieren zu können, steht für kleinere Aufträge und kurze Transportwege ein Hummerkipper mit 25 Kubikmetern bereit. Bei größeren Entfernungen kommt der Brandner Abschiebewagen mit 40 Kubikmeter und der MAN-Lastwagen mit aufgebauten Flügelabschiebewagen zum Einsatz. Das 45 Kubikmeter Ladevolumen kommt auch in anderen Bereichen der Landwirtschaft zum Einsatz und somit können auch sämtliche Transportarbeiten überbetrieblich ausgeführt werden. Zum Komplettangebot gehört natürlich auch bestes Management. Mit viel Erfahrung koordinieren die Männer den Weg ihres Hackguts bis ins Lager. Um das Lager vollständig zu füllen, muss das Material aufgeschoben werden. Mit dem hauseigenen Teleskoplader schaufelt Daniel die Halle bis oben hin voll. Somit nützt er das volle Volumen des Lagers aus. Der oberösterreichische Hackgutspezialist Bamminger bietet ganzjährig hochwertiges G30 sowie Industriehackgut zum Verkauf an. Ja, wir können die Hackqualität in 3 verschiedene Stufen qualifizieren. Wir haben da jetzt, was man sieht, das ist eine G30-Aufnahme. Das ist für kleinere, privatere Anlagen. Und unter anderem geht auch G50 für Mittelbetriebe. Und das Industriehackgut dreht man dann von G100. Ja, der Unterschied liegt da an der Größe vom Hackgut. Wie groß die Chips sind, die was dann endgültig dann am Endverbraucher am Tisch liegen. Um beste Qualität zu liefern, ist ein breites Know-how erforderlich. Dazu zählt die tägliche Wartung. Daniel kontrolliert die Messer genau, um eventuell gebrochene Scherstifte zu finden. Er schleift die Messer je nach Zustand mit dem Winkelschleifer oder mit dem hauseigenen Schleifautomaten. Somit kann immer beste Hackgutqualität garantiert werden. Die Messer müssen mit dem richtigen Abstand zur Gegenschneide zusammengeschraubt werden. Dafür verwendet er eine spezielle Vorrichtung. Gekonnt schraubt der Juniorchef die Einheit zusammen und baut sie wieder in den Rotor ein. Zur täglichen Wartung gehört das Abschmieren und das Kontrollieren der Verschleißteile. Derzeit ist das G30-Sieb für feine Hackschnitzel eingebaut. Beim nächsten Einsatz wird das größere G100-Sieb für die Erzeugung von Industriehackgut benötigt. Mit seinem selbstgebauten Hallenkran hebt er das G30-Sieb heraus und baut das größere ein. Nach dem Schließen des Deckels kann es losgehen. Womit wird bei euch geheizt? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Das Familienunternehmen Bamminger hat sich am Anfang dieses Jahres einen Prototypen von Eschelböck gekauft, den Marux. Wir sind seit Anfang des Jahres im Besitz des ersten Marux. Das ist ein Euro 6D Lastwagen von der Firma MAN. Mit einem Automatikgetriebe und die Besonderheit ist dadurch, durch das Automatikgetriebe kann ich den ganzen Vorkomfort, was ich am Fahrersitz habe, auch am Beifahrersitz
machen. Das ist gerade ein Vorteil bei kleineren Haufen, wenn es viel zum Weiterfahren ist, da habe ich eine relativ schnelle Einsatzgeschwindigkeit. Neu ist auch noch der Balfinger Epsilon Kran. Der hat eine längere Reichweite und ebenfalls eine schnellere Geschwindigkeit. Eine Neuerung ist unter anderem auch der Auswurf. Ich habe da eine relativ hohe Arbeitshöhe und ist somit optimal für die Forstwege, wenn es von hinten arbeitsbedingt nicht anders möglich ist zum Laden. Die Einzugsöffnung mit einer Höhe von 60 cm und einer Breite von 122 cm ist ideal für Stammdurchmesser bis maximal 60 cm. Der zweite Hacker im Besitz von Bamminger ist ein Biwa 92 RBZ. Der ältere ermöglicht Stammdurchmesser bis 75 cm. Übrigens, mit dem seitlich aufgebauten Holzspalter lassen sich dickere Stämme leicht spalten und somit sofort hacken. Rudi Bamminger, der Chef, führt uns dieses praktische Feature vor. Er greift die Stämme mit dem Kran an und spaltet sie ganz einfach auf. Der Hackgutspezialist Bamminger ist breit aufgestellt. Von der Holzbringung zum Hacken über den Abtransport bis hin zum Aufschieben des Hackguts bietet euch das Familienunternehmen die ganze Arbeitskette an. Wie gefällt euch das Unternehmen? Welche Maschine aus dem Fuhrpark ist euer Favorit? Wir sind auf eure Meinungen gespannt.